Herzlich willkommen in der Villa Marta on Tour. Heute sind wir in Italien mit der Charlotte. Und ja. Ich würde sagen, heute machen wir das, was eigentlich für Italien steht. Genau. Pizza. Wunderbar. Klasse. Heute machen wir Pizza. Und wir fangen am Anfang an. Wir machen erst den Teig. Denn es gibt, nichts Wichtigeres als bei der Pizza als der Teig. Genau, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also, sollen wir mal bei den Ingredienten anfangen? Wir haben 400 Gramm Mehl. Und wir haben ja diese 00-Mehl in Italien, die wir auch für Pizza machen. Genau, in Italien ist es typisch, das Mehl Typ 00 zu nehmen, einfach ein höherer Glutenanteil. Ja. Einfach ein bisschen feiner als Mehl. Genau. Dann haben wir 15 Gramm Hefe. Gär, was sagt man auf Deutsch? Ja, frische Hefe. Frische Hefe, genau, 15 Gramm. 2 Esslöffel Olivenöl, ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker. Warmes Wasser ist auch noch dabei, ein bisschen. Ja, und das Wasser ist sehr wichtig, dass das jetzt so ungefähr 30 Grad, was kann man sagen, Körpertemperatur ist. Man kann einen Finger rein in das Wasser machen und muss selbe Temperatur sein. Mhm. Wir fangen jetzt mit der Hefe an. Mal ein kleines wenig Wasser rein. Hefe sind Bakterien, diese leben jetzt auf Temperaturen von 30 bis 40 Grad zu leben. Also da fangen die richtig an, wieder aktiv zu werden, kriegen Hunger. Das, was Hefe nämlich macht, ist den ganzen den Zucker die Kohlenhydrate im Mehl zu verspeisen, zu essen und dann CO2 auszustoßen, was dann natürlich den Teig locker macht. Und so für Normale wie mich, das meint, dass unsere Pizza so schöne Lufttaschen hat. Genau. Stimmt das? Genau. Ja. Genau. Die Pizza, der Pizzateig wird dann richtig schön fluffig. Ja, das ist, was wir wollen, ne? Knusprig und fluffig. So. Dann, was ich auch tue, ich mache mal 2 Esslöffel, wenn du mir mal hilfst. 2 Esslöffel mache ich auch im heißen Wasser. Alles, was fließend ist. Und die Hefe sehr, sehr gut ausrühren. Das ist das Wichtige. Genau, schön gleichmäßig verteilen. Ja. So. Nicht über 50 Grad gehen, 50, 60 Grad nicht drüber gehen, sonst stirbt die Hefe einfach ab, die Bakterien gehen kaputt dann und dann haben wir den Effekt mehr. Nicht mehr. Kleines wenig Zucker und kleines wenig Salz. So, alles in der Hefe. Und dann habe ich so eine kleine Schlüssel mit dem Mehl und ist nur, um das ein bisschen zusammen zu machen, weil nachher kommt das Wichtige, das Kneten. Okay. Kleines wenig Wasser und dann glaube ich, können wir anfangen. So. So, denn jetzt kommt das Wichtigste eigentlich an dem Teig. Ja, das stimmt. Jetzt bringen wir wirklich die Zeit, die Liebe, die Kraft hinein und kneten das Ganze. So. Lass uns mal sehen, ob das ein bisschen mehr Wasser braucht oder ob das okay ist. So. Ja, ich würde sagen, das geht erstmal, oder? Ja. Sammelt es sich? Ja. Ich mache immer ganz wenig Wasser am Anfang, da kann man immer sehen, weil das Problem ist immer, wenn man dann zu viel bekommt, dann muss man ja wieder Mehl. Genau, dann müssen wir wieder mit Mehl nachsteuern, dann wird das Ganze etwas schwieriger. Ja, fängt dann gut auszusehen, ne? Mhm. Bisschen elastisch, super. Das Wichtige im Pizzateig ist wirklich, dass man die Energie und die Zeit sich nimmt, das wirklich zu bearbeiten, ne? Genau, also Pizzateig sollte möglichst lange durchgeknetet werden. Je länger, je besser. Kleines wenig noch. Und dann müssen wir den Pizzateig für 2 Stunden in Ruhe lassen, einen warmen Platz. Mhm, damit die Hefe sich wieder schön wohlfühlen kann, wieder ihre Dienste leisten kann. So. Sieht wunderbar aus. So, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze mal ruhen. Ja. Sehr schön. Super. Okay, so, hier haben wir unseren schönen Pizzateig. Wow.
Und jetzt sehr wollen schön. Wir den ganz, ganz dünn ausrollen, damit wir Pizza machen können. Ne? Sehr schön. Also normalerweise, um das ein bisschen schneller zu machen, mache ich immer so kleine, was sagt man? Ja, Kügelchen. Ja, Kügelchen, genau, so ein bisschen schön bewegen und so, dann sind sie fertig. Und dann kann man ja auch sehen, wie viele Portionen man jetzt macht, genau. So, immer, ja, ein bisschen regelmäßig, ja, damit man die Pizzas natürlich, damit die Pizzen selber gleich groß sind. Selber Größe. Ich glaube, wir können anfangen, die auszurollen. Ja, ne? Würde ich sagen. Sollen wir das machen? Wunderbar. Gut, also, so, ein bisschen Mehl, kleines bisschen Mehl, würde ich sagen. Aber der Teig muss ja immer so fest sein, dass man fast ohne Mehl arbeiten kann. Und sehr elastisch. Erstmal ein bisschen flach drücken, kriegt man Muskeln von Pizzateig zu machen. Und was man ja auch macht, man streckt sie auch so ein bisschen, weil die so schön elastisch ist. Man kann auch ja. Und dann rollen wir, ne? Und ich liebe dünne Pizza. Ganz, ganz dünne. Deswegen rollen, 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 damit er so dünn ist wie möglich. Immer ein bisschen Mehl, damit der nicht auf dem Rollstab. Einmal. Weißt du? Ja, ich habe eine kleine oder auch so eine mehr traditionelle. Ah, wunderbar. Der Trick, um die jetzt rund zu bekommen, ist eigentlich, den Teig immer zu wenden. Mhm. Ein bisschen Kraft in den Fingern legen. Das fängt an gut auszusehen. Ne? So, ich glaube, wir sind da. Genau. Sehr schön. So, auf Backpapier. Einen. Und noch einen hier. Der ist tatsächlich hauchdünn, also hauchdünn, ja. Wunderbar. Ja. Klasse. Ja. Okay. Super, dann würde ich sagen, ja. Machen wir die anderen fertig. Ja, und dann gehen wir raus und Pizza. Wunderbar, machen wir Pizza.